So, und herzlich willkommen zur Folge 3000. Ja, das war natürlich komplett kacke. Perfekt. Müsste ich erstmal überlegen, wie lang ist der Weg überhaupt? Haben wir noch unsere Vermessungsstäbchen? Dass wir mal kurz messen können, wie lang der Weg werden würde. Also hier hätten wir ja... Oh, ich bin echt scheiße im Rechnen, Alter. Ich bin echt schlecht in die Rechnung. Nein. Danke. So, also hier haben wir 4 mal Daumen mal Apfelsalat. Damit es gerade ist, müssten wir die Schräge bis hier machen ungefähr. So, da hätten wir ungefähr, sagen wir mal, 24 mal 24. 24 in die Richtung mal 24 in die Richtung und immer 3. Das heißt, wir haben 24 mal 3. Rechne ich das richtig? Also, warte mal kurz. Jetzt muss ich mir das gerade mal selber ein bisschen visualisieren. Der Weg soll immer 1. Warte mal, so ungefähr. Der wird ja schräg gebaut. Dann 2 jeweils. Passt nicht. Das heißt, es kommt immer noch einer dazu. Ungefähr so. Würde das denn optisch passen? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, achso. Du bist schon zu viel. Du bist schon zu viel. Habe ich quasi Dreierbreite. Achso. Auch noch ein bisschen schmal. Andererseits soll das ja bloß... Ja, das ist definitiv zu schmal. Guck, ich mache hier immer noch einen hin. Doch, das sieht schon besser aus. Okay. Das heißt, ich brauche immer 4. Das heißt, 24 mal 4, 48... Nein, 96 Holzbretter brauche ich. Oder besser gesagt, 24 Baumstämme. Das sollte ja machbar sein. Habe ich nämlich von beidem. Da würde ich mal sagen, ich nehme tatsächlich das hier. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen dunkler. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist. Genau, das ist dieses schön gelbe Holz. Und das ist. Nee, das ist einfach nur weiß, das sieht scheiße aus. Gut, dann nehmen wir das Holz hier. Verbrennen das komplett in Bretter. Denn die werden wir auch brauchen. So. Das heißt, wir gehen erstmal mit einem geraden Weg von da hinten nach hier vorne. Genau, das hier säge ich einfach komplett ab, so wie es ist. Ich habe Schippe, müsste ich dabei haben. Schippe, ja, habe ich. Autsch. Ach komm, ich bleibe gleich hier unten. Macht sich beim Abkram besser. Der fliegende, was auch immer, von Albadon. Ist das ein Wort? Ich habe keine Ahnung. So, genau, jetzt geht's hier nämlich runter. Siehst du, eigentlich könnte ich den Stabdruck mal wegnehmen, damit ich genau weiß, wie ich da sitzen muss, damit ich bei der Flucht genau aufkomme. So. Jetzt habe ich 23 mal 25.
In X-Richtung habe ich nur 23. Das heißt, X-Richtung ist in welche? Achso, sehe ich ja gar nicht. Ah, scheiße. Aber wenn es so ist, jetzt habe ich 22 mal 6. Ah, okay. Das heißt, ich muss in die andere Richtung. Ich muss also nicht nur 1, sondern 2. Genau, jetzt habe ich 24 mal 24. Das heißt, ich komme jetzt so, würde ich genau gerade raufkommen. Das möchte ich aber gar nicht. Nee, komm, wir machen es mal richtig professionell hier. Der Weg soll später genauestens. Ja, eben, wo soll er überhaupt ankommen? Baue ich hier lang einen Weg oder baue ich da lang einen Weg? Also links rum oder rechts rum? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube mal, rechts rum macht es mehr Sinn, weil hier ist direkt das Festland. Links rum wäre zwar auch Platz, aber vor allen Dingen ist hier halt direkt unser Gully. Gut, das wäre eigentlich an sich kein Problem. Doch, dann macht jetzt links rum. Das sieht dann auch optisch besser aus. Das heißt, wir treffen hier auf Land. Wir müssen also hier irgendwie ankommen. Ich sag mal da. Du kommst immer weg. So, das heißt, jetzt muss ich hier gerade weiterdenken. Also gut, ich sehe natürlich jetzt natürlich einen Scheiß. Danke dafür. Ach, fick die Henne. Da! Ist auch egal, komm. Wir laufen einfach so, wie es aussieht, wie es irgendwie gerade wäre. Können wir nachjustieren. So, wie sieht es aus, wenn ich jetzt einfach mal hier Stocke mache? Dann haben wir, na perfekt, 22 mal 22. Das ist ja geschultes Augenmaß hier. Das ist ja, ach, das ist göttlich. Göttlich. So, dahin haben wir genau, ja gut, 2x2 ist natürlich das Bullshit. Aber es sagt uns, dass wir richtig sind, auf dem richtigen Dampfer. So, das heißt, bis hier muss der Holzweg, bis zu diesem Pfeiler. Das ist doch mal eine Angabe. Wieso kriege ich dich nicht weg? Du bist ein Sohn. So, das heißt, hier kommt jetzt einmal komplett Holz hin. Holz hat die Waldfee. So, hier müssen wir überlegen, ab wo wir dann runtergehen, ob wir überhaupt runtergehen. Das hier ist Wasserniveau, ne? Genau, das heißt, es muss eins drüber mit dem Holzweg sein, also hier auf dem Niveau. Das heißt, eins runter müssen wir auf jeden Fall. Dann machen wir es am besten auch direkt hier. Perfekt. So, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Holzweg. Doch, passt farblich perfekt rein. Das passt perfekt rein. So, jetzt brauchen wir hier eine Schräge. Eine gerade Schräge, bitte, wenn es geht. Habe ich meine Kettensäge dabei? Wo ist der Sägetisch? Habe ich den damals vor Hass weggeworfen? Ah, ne, das ist er. Dachte schon, ich habe ihn damals vor Hass weggeworfen, weil er alles kaputt gemacht hat. So. Was wir brauchen, ist eigentlich nur zwei. Und zwar zweimal das. Und zweimal das Gegenstück davon. Perfekt. Easy peasy. Einmal dahin, einmal dahin. Und die anderen einmal dahin, einmal dahin. So, jetzt kommt hier wieder eins runter. Und das jetzt bis zu dem Stab da vorne. So. Was geht hier eigentlich ab? Oh. Ach nee. Scheiße. Weg da. Holz. Da. Ja doch, das Holz müsste. Das sieht sogar so aus, als wenn das Holz locker reicht. So, jetzt musst du leider weg. Und ab jetzt wird hier gerade rüber gebaut. Sagte er und wusste nicht wie.
Mami, ich hab Angst. Weil. Danke dafür. Du kommst mal bitte weg hier, danke. Ja. Ja, das war genau das, was ich wollte. Du kleines Unmensch-Dings. Hey, ich kann das Bild sogar stehen lassen. Haha, lol. Ich meine, was Neues anpflanzen kann ich da auf jeden Fall nicht, weil dafür dürfte es jetzt an der Stelle dann zu dunkel sein. Aber es interessiert ja keinen. Schon kommen wir hier an. So. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ist das so von die Optik her. Also da kommt natürlich noch Geländer drumherum, klar. Und auch hier unten nach unten Stützpfeiler, ganz klar. Das bleibt so nicht. Aber erstmal, wie gesagt, die Frage. Eigentlich reicht das von der Breite so doch tatsächlich aus. Doch, lassen wir so von der Breite her. Breiter ist. Nee. Muss nicht. So, das heißt, der Weg ist so schon mal. Scheiß auf dieses Kabel. Wunderbar schön. Ja gut, der Bombe muss jetzt halt tatsächlich leider doch weg. Schade drum. Hätte ich fast gesagt, ist aber gelogen. Wäre aber gelogen. Ich schmeiß die Kacke an. Und weg da. Was? Ah, ich hasse Blätter, die da bleiben, wo die sind. Mann, könnte ich einfach alle verschwinden? Könnte ich einfach alles sich verpissen? Ey? Das regt man mal wieder auf hier, ey. Das ist ja hier, da kommst du ja nicht rum hier. Das ist Betrusch, ist das. Betruschka. Perfekt. So. Ich würde mal sagen, geht's hier wieder hoch? Ja, müsste eigentlich wieder hochgehen, oder? Ne, es bleibt auf dem unteren Niveau. Dann gehe ich direkt auch hier. Die Frage ist halt, ob wir hier nur um 1 runtergehen oder wirklich um 2 runtergehen. Ich würde fast sagen, um 1 dürfte besser aussehen. Um 2 dürfte besser aussehen. Ja, dann machen wir es auch so. Ach scheiße, Ding steht immer noch da hinten. Achso. Wir sind hier bei unserem Haus, da können wir ja direkt hier, ne? Können wir ja, aber. Ja, wäre eine Säge. So, 1, 2, 3, 4. Dankeschön, bitteschön. Oder wir machen das jetzt auch mit diesen Stufen. Wir hätten das da hinten übrigens auch direkt mit Stufen machen können. Nee, komm. Man muss hier nicht übertreiben. So, 4. Danke. Du kommst bitte weg. Und danke. Bam. Alles dafür tun, dass das Ding nicht abstürzt. Achso, halt. Ich mache am besten nochmal jeweils 2. Jetzt geht's. Ich dachte gerade schon, ich habe jetzt gerade Fehler gemacht und das Ding stürzt jetzt gerade ab. Aber jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist er nicht abgestürzt. Bescheuert, Alter. Leck mich doch, du Scheißmord. Tür zu, Affe tot. Arschloch. Hasse dich. So, und zwar machen wir hier erstmal das. Ja, es ist ein Träumchen. Gut. Danke. So, hier kommt erstmal das Ding und das Ding. Dann kommt hier. Ah, genau, nochmal. Das Ding, das Ding. Da, da. Da, da. Und jetzt kommt statt der Erde. Kommt da drunter nämlich auch nochmal. Oh, komm ich da überhaupt dran von der Entfernung hier? Ach du Kacke. Ja, perfekt. Ah, feel good. Jawollchen, ein Traum ist das doch. Halla die Walfe.
da kommt Freude auf. So, jetzt können wir nämlich hier schön. Wo ist die Schippe? Jetzt können wir den Weg ums Haus rum verlängern. Wo ist meine Schippe? Ach, da. Hallo? Danke. So. Gut, allzu lang reicht unser Holz leider auch nicht mehr. Schauen wir noch, 638. Sieht ein bisschen eng aus. Na gut, Hauptsache es reicht erstmal bis zur Haustür. Wenn es dann nicht mehr weiter reicht, ist auch nicht so schlimm. So, hier ist jetzt wieder die Frage, wie designen wir das Ganze? So. Ja, das war grandios daneben. Das hier, was ich gerade mache? 1, 2, 3, ja, doch, passt. Der muss noch weg. So. Ach, weg da mit dir. Oh, mein Inventar ist voll. Ach, egal. Auf die Blume ist geschissen. Tada! Das sieht hier scheiße aus. Ich mach das mal weg hier und mach hier mal, das heißt, ich noch mal Holz hin. Ah doch, so sieht es besser aus. So sieht es besser aus. So, perfekt. Easy. Gut, der Weg wird dann natürlich später noch ein bisschen verbreitert auf 2, aber dafür haben wir jetzt gerade erstmal kein Holz. Von daher würde es jetzt eh nichts bringen. Und schon haben wir einen perfekten Weg. Wir sagen, hier wird noch Geländer und dann nach unten die Stützen. Aber das machen wir dann. Wahrscheinlich dann morgen oder so. Das würde jetzt nichts mehr bringen. Das noch anzufangen, weil da brauchen wir auch wieder viel Holz. Und dann wäre noch die Frage, welches Holz wir dafür verwenden. Ob wir auch diese Farbe benutzen? Kiefern. Wir brauchen also auf jeden Fall Kiefernholz. Was ist denn Kiefernholz? Kiefernholz? Ist das das Weiße da? Nee, ist das hier Kiefernholz? Ne, das ist Espernholz. Kiefernholz ist dieses Tannenholz, ne? Kiefer, Tanne, Kiefer. Haben wir Kiefern? Ja, hier. Das müsste das sein. Davon haben wir noch ein paar Bäume stehen. Sehr schön. Gut, das heißt, nächste Folge erstmal wieder ein paar Bäume abhacken. Ach Quatsch, kann ich jetzt schon anfangen hier? Easy. Ach so, ja, mit dem vollen Inventar ist das natürlich eine Offenbarung quasi. Das geht natürlich wunderbar. Alles weg, was wir nicht brauchen. Nächste Tasche. Dafür haben wir die Taschen. Nächste Tasche. Reicht erstmal. So, Kiefernholz. Wir schlagen jetzt hier einfach mal alle Kiefern ab. Also es wird alle, die hier vorne sind. Oh. Ach komm, wieso springst du nicht hoch? Achso. Weil unter mir natürlich ein Loch ist. Klar. Ach Leute, schick das Arbeitsamt. Danke. So. Was? Oh! Scheiße. Aua. Autsch. Ja, so schnell kann es gehen. Oh, fuck, Alter. Ja, komm, nächste Folge. Oh, das war wieder filmreif, Alter. Ach, nee. Na gut, schauen wir vor.